Mein Name ist Volker Reusing. Am 21.11.2012 hat meine Frau Sarah Lucia Hassel-Reusing beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Strafanzeige eingereicht gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Verbrechens an der Menschlichkeit durch groß angelegte und systematische Schädigung der Gesundheit durch die Sparmaßnahmen in Griechenland. Aktenzeichen OTP CR 345 aus 12. Weil die Beweismittel und die in Betracht kommenden möglichen Täter aus verschiedenen Gruppen hinsichtlich des Entwurfs, des Beschlusses und der Durchführung der Auflagen sowie der Ausrichtung der rechtlichen Instrumente dafür an einer Strenge, wie sie in Griechenland in Klammern Präambel EFSF Rahmenvertrag und wie sie vom Internationalen Währungsfonds in Klammern Schlussfolgerungen des ECOFIN-Rats vom 9.05.2010 Aktenzeichen SN 2564-1-10 angewendet wird, sich auf viele Länder verteilen, kann nur der Internationale Strafgerichtshof diesen Fall angesichts seiner internationalen Dimension bewältigen. Es ist kein Schicksal und keine Naturkatastrophe, wenn Menschen gesundheitlich geschädigt werden, weil man ihnen gesundheitlich notwendige Mittel vorenthält, obwohl auch anders gespart werden könnte. Es ist eine Straftat, und zwar ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe K Römisches Statut, wenn man vorsätzlich in dem Wissen, dass man es tut, systematisch oder groß angelegt die Gesundheit einer Zivilbevölkerung schädigt. Es ist schon ein hinreichender Vorsatz für dieses Verbrechen, wenn man die gesundheitsschädigenden Auflagen macht oder fortführt, obwohl man weiß, dass sie einen solchen Schaden anrichten oder anrichten werden, selbst wenn man gar nicht das Ziel hat, die Gesundheit zu schädigen, sondern dies in Kauf nimmt zur Erreichung anderer Ziele, wie zum Beispiel der Rechte oder Interessen von Gläubigern. Es hätte denen, die für den Entwurf, die Entscheidung und die Durchführung der Sparmaßnahmen verantwortlich sind, bekannt sein müssen, dass der auch von Griechenland ratifizierte UNO-Sozialpakt ein Menschenrecht auf das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchstmaß an Gesundheit, Artikel 12, und ein grundsätzliches Rückschrittsverbot, Artikel 2, enthält. Ebenso hätte ihnen bekannt sein müssen, dass gemäß dem allgemeinen Kommentar Nummer 14 zum UNO-Sozialpakt daraus folgt, dass vor Kürzungen bei den Menschenrechten aus diesem Vertrag erst alle verfügbaren Mittel eingesetzt werden müssen und dass insbesondere bei der Gesundheit zuletzt gespart werden muss. Auch wenn die Lage in Staatshaushalt und Sozialversicherung so ernst sein mag, dass sie nur durch erhebliche Eingriffe in das Eigentum der Gläubiger, Steuererhöhungen und auch Sozialkürzungen zu lösen sein mag, hätte trotzdem allen Einwohnern Griechenlands genug bleiben müssen für ihre medizinische Versorgung, für genug gesunde Nahrung und für das Wohnen. Laut einer Schätzung des griechischen Gesundheitsministers, seiner Exzellenz Herrn Adonis Georgiadis, würden 700 Millionen Euro pro Jahr genügen, um einer von ihm geschätzten Zahl von 1,9 bis 2,4 Millionen Einwohnern Griechenlands ohne Krankenversicherungsschutz zu helfen. Stattdessen gibt man bis zu 50 Milliarden Euro allein für die Finanzstabilität des griechischen Finanzsektors aus. Damit der ISDGH ein Verfahren einleiten und die Schuldigen ermitteln kann, genügt es nicht, abstrakt die Systematik und Großangelegtheit zu beweisen, sondern es bedarf auch genug Aussagen von geschädigten Personen oder, soweit diese bereits verstorben sind, von deren Angehörigen.
Bei einem Massaker an unbewaffneten Demonstranten vom 28.09.2009 in Guinea genügten dem ISTGH 150 Opfer und bei vermuteten Kriegsverbrechen aus den Jahren 2003 bis 2008 im Irak 85 von gesammelten 400 Fällen, um von einer Großangelegtheit auszugehen. In Griechenland sind für weit mehr als 150 Menschen durch die Sparmaßnahmen notwendige Medikamente und medizinische Behandlungen oder Nahrung und Wohnung nicht mehr bezahlbar. Da auf einer abstrakten Ebene die Systematik und Großangelegtheit bereits umfassend erläutert worden ist, glauben wir, dass schon wenig mehr als 85 Aussagen konkreter Einwohner Griechenlands, deren Gesundheit durch die Sparmaßnahmen geschädigt worden ist, genügen werden, den ISDGH zu bewegen, ein Verfahren aufzunehmen und die Schuldigen zu ermitteln. Wir freuen uns und bedanken uns, dass der ehemalige griechische Botschafter, Herr Leonidas Chrysantopoulos, uns als Ansprechpartner in Griechenland für die Sammlung von Zeugenaussagen und für deren Übersetzung ins Englische unterstützt. Im Folgenden verlese ich nun den Aufruf von Sarah Lucia Hassel-Reusing an die griechische Bevölkerung zu Zeugenaussagen. Sarah Lucia Hassel-Reusing, Turnerstraße 7, 42283 Wuppertal, Deutschland. Telefon 0049 202 250-2621, Menschenrechtlerin. Aufruf an die griechische Öffentlichkeit zu Zeugenaussagen. Aktenzeichen OTP CR 345-12, 16.05.2013. Sehr geehrte Damen und Herren, am 21.11.2012 habe ich beim Internationalen Strafgerichtshof ISTGH in Den Haag Anzeige erstattet, gegen Unbekannt, wegen des Verdachts des Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch vorsätzliche und gleichzeitig systematische und groß angelegte Schädigung der Gesundheit der griechischen Bevölkerung. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe K Römische Statut. Jeder hat das Menschenrecht auf das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit. Artikel 12 UNO-Sozialpakt. Außerdem wird das Recht auf Gesundheit geschützt für Frauen durch Artikel 12 UNO-Frauenrechtskonvention CEDAW und für Kinder durch Artikel 24 UNO-Kinderrechtskonvention CRC. Außerdem müssen Kinder gemäß Artikel 19 CRC vor Schäden geschützt werden. Daraus folgt, dass beim Menschenrecht auf Gesundheit weniger gespart werden darf als bei jedem anderen sozialen Menschenrecht. Ich habe die Strafanzeige bewusst gegen Unbekannt gerichtet, weil in den Entwurf und die Entscheidung über die Auflagen in Zusammenhang mit den Darlehen von Griechenland, Hilfe und EFSF so viele Personen involviert sind, darunter die Troika aus EU-Kommission, IWF und EZB, die Eurogroup Working Group der Finanzstaatssekretäre, die diesen vorgesetzten Finanzminister und zahlreiche externe Berater und Lobbyisten, dass vermutlich erst die Unterlagen über das Zustandekommen der Auflagen sowie Zeugenaussagen dazu Klarheit bringen werden, welche Personen konkret verantwortlich sind für die Auflagen, welche zur Schädigung der Gesundheit so vieler Einwohner und Bürger Griechenlands geführt haben. Mir geht es darum, dass die Schuldigen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden und dass zumindest die Schädigung der Gesundheit der Griechen durch die Sparmaßnahmen beendet, sowie dass den Einwohnern anderer Staaten zumindest die Schädigung ihrer Gesundheit erspart bleibt. Ich habe in meiner Anzeige Zusammenhänge gezeigt zwischen konkreten Auflagen sowie deren Folgen für den Hunger und die Schädigung des Gesundheitswesens in Griechenland, zum Teil mit Bezugnahme auf bereits durch Herrn Georgios Tragas und dessen Kollegen eingereichte Beweismittel. Nach den mir bisher vorliegenden Informationen sind die Gesundheitsschädigungen vor allem durch die Kürzungen im Gesundheitswesen und durch die Verursachung von Unterernährung, aber auch durch die Verursachung von Obdachlosigkeit und fehlende Mittel zur Beheizung von Wohnungen entstanden. Die bisher eingereichten Beweismittel bewegen sich alle auf einer abstrakten Ebene. Was vor allem noch fehlt, sind Zeugenaussagen konkreter Einwohner Griechenlands,
deren Gesundheit durch die Sparmaßnahmen geschädigt worden ist. Auch Zeugenaussagen von Freunden und Verwandten von Griechen, die gestorben sind aufgrund von Gesundheitsschädigungen, die durch die Sparmaßnahmen verursacht sind oder die Selbstmord begangen haben, aufgrund der Auswirkungen der Sparmaßnahmen sind wichtig. Es geht darum, nicht nur abstrakte Zahlen, Paragraphen und Statistiken zu zeigen, sondern dem ISDGH auch die menschliche Seite zu zeigen. Es geht darum, aus der Opferrolle herauszukommen und selbst durch die Aussage aktiv zur Aufarbeitung beizutragen. Es geht darum, dass außer Journalisten und Menschenrechtlern vor allem auch die Geschädigten selbst in möglichst großer Zahl aussagen und so aktiv für die Aufarbeitung eintreten. Und da benötige ich zur Beweisführung Ihre Hilfe durch Ihre Zeugenaussage direkt an den ISTGH in Den Haag in englischer Sprache und mit Bezugnahme auf das Aktenzeichen OTP CR 345 aus 12. Nach Artikel 15 Römisches Statut kann jeder beweisdienliche Informationen zu Fällen des mutmaßlichen Vorliegens von Straftatbeständen nach dem Römischen Statut einreichen. Die Anschrift für die Zusendung von Beweismitteln an den Internationalen Strafgerichtshof ist laut dessen Webseite International Criminal Court Information and Evidence Unit Office of the Prosecutor Post Office Box 19519 2500 CM The Hague, The Netherlands oder per Fax 0031 70 515 8555. Das Beweisthema ist die Schädigung der Gesundheit durch konkrete Sparmaßnahmen. Bitte beschreiben Sie darin, ab wann, durch welche Maßnahme Ihrer Gesundheit Schaden zugefügt worden ist. Das kann sich beziehen auf Medikamente oder ärztliche Leistungen, die nicht mehr oder nur noch mit unerschwinglichen Zuzahlungen oder nicht mehr in erreichbarer Nähe zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie unterernährt sind, kommt es für Ihre Aussage darauf an, durch welche Kürzung, zum Beispiel von Rente oder Gehalt, Sie ab wann nicht mehr genug Mittel gehabt haben, sich ausreichend zu ernähren. Auch wenn es an der Lockerung des Kündigungsschutzes oder an einem deutlichen Anstieg bestimmter Lebenshaltungskosten liegt, ist Ihre Aussage wichtig. Bitte sagen Sie auch aus, wenn Sie nur deshalb nicht unterernährt sind, weil Sie von karitativen Organisationen unterstützt werden. Wenn Sie obdachlos geworden sind oder aus Geldmangel in einer unbeheizten Wohnung leben müssen, geben Sie bitte an, ab wann Sie durch welche Kürzung die erforderlichen Mittel nicht mehr aufbringen konnten. Falls möglich, fügen Sie Ihrem Schreiben an den ISDGH bitte auch Fotokopien von Belegen bei, die zeigen, dass mit Ihren verfügbaren Mitteln notwendige Kosten für Nahrung, Wohnung oder Gesundheit nicht mehr bezahlt werden konnten. Falls Sie Indizien haben, ab wann die Personen, welche die Auflagen für Griechenland erstellt oder über diese entschieden haben, gewusst haben müssen, was sie der Gesundheit der Bürger und Einwohner Griechenlands damit antun, informieren Sie den ISDGH und auch mich bitte über diese. Denn ein Verbrechen an der Menschlichkeit, Artikel 7 Römisches Statut, liegt erst bei einem Grad an Vorsatz vor, dass man weiß, beziehungsweise wissen muss, was man anrichtet und es trotzdem tut. Jede Aussage mit beweisdienlichen Informationen über die Schädigung der Gesundheit konkreter Personen durch die Auflagen ist ein wichtiger Beitrag zur Aufklärung. Je mehr beweisdienliche Aussagen eingehen, desto mehr wird außerdem ein Signal gegenüber dem ISDGH gesetzt, dass es den Bürgern und Einwohnern Griechenlands wichtig ist, der Aufklärung der Verantwortlichen für die Schädigung ihrer Gesundheit und auch der Abschreckung gegenüber weiteren Schädigungen eine hohe Priorität beizumessen. Mit freundlichen Grüßen, Sarah Lucia Hasselreusing.